Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute drehen wir eine Ja-Nein-Ich-Challenge. Jan spielt im Hintergrund mit der Nebelmaschine rum die ganze Zeit. Heute drehen wir eine Ja-Nein-Ich-Challenge mit allen hier in der Villa. Und okay, Leute, ich habe vergessen zu erklären, was der Ja-Nein-Ich-Challenge überhaupt ist. Und zwar darf man nicht Ja-Nein-Nicht sagen. Das habe ich vergessen zu erklären, aber jetzt wisst ihr es. Let's go. Jano ist der erste Kandidat. Let's go. Wie bei Stefan Raab hier. Okay, let's go. Erste Frage. Wie heißt du? Keanu. Wie alt bist du? Keanu. Wie gefällt es dir hier? Mir gefällt es wunderbar. Also ich finde die Villa echt toll. Mir gefällt es wunderbar. Wunderbar. Das ist natürlich wunderbar, dass es dir wunderbar gefällt. Auf jeden Fall. Beef. Das ist so trashy. Das ist nicht mal eine. Ah, das hab ich gesagt. Okay, kann losgehen. Ja, ups, bin raus. Was war damals die größte Herausforderung, jeden Tag Videos zu drehen? Nicht Ja und Nein zu sagen. Wie viele Abonnenten hast du gerade? 1 Million. Wie viel genau? 1,5 Millionen. Wann hast du die Millionen gehabt? Vor keine Ahnung. Nur ja. Echt? Wirklich? Das ist auch einfach alles, was ich sagen wollte. In der Tat. Und du hast wirklich jetzt ein... Willst du noch dreimal erwähnen, dass 1 Million Abonnenten hat, Digga? Warum machst du TikTok? Weil ich langweilig finde. Echt? Findest du langweilig? In der Tat. Echt? Ja, echt? Außerordentlich. Ja, das ist scheiße doch rein, ne? Wie geht es dir gerade? Sehr gut. Sehr gut? Von der Skala von 1 bis 10, wie geht's dir? Eine 9. Wirklich? Vielleicht sogar eine 10. Echt? Eventuell sogar eine 11. Eine 11? Findest du rote Autos besser als blaue Autos? Blaue Autos finde ich attraktiver. Warum? Weil blau meine favorisierte Farbe ist. Aber du hast doch ein weißes Auto. Du hast mich ja gefragt, was rot oder blau ist. Ja, hab ich gefragt, aber du brauchst ja das rote. Egal. Naja. Ja, wie gefällt es dir hier? Sehr, sehr gut. Wirklich? Super. Warum sprichst du eigentlich immer Englisch? Ich finde das ist eine schöne Sprache. Echt? Schon. Seit wann sprichst du Englisch? Ich denke mal seit der Grundschule, dritte Klasse, zweite Klasse. Und kannst du damit auch aufhören? Bin ich mir nicht so sicher. Nicht? Isabel, wie findest du mich? Scheiße. Nein. Wird es nicht langsam langweilig, solche Videos zu drehen? Challenges? Zum Beispiel. Das ist mein erstes Challenge-Video. Dein allererstes auf deinem ganzen Kanal. Vergessen wir mal die 1000 Challenge-Videos, die er mit Isabel gemacht hat. Oder die Pizza-Challenge, was war mit der? Warum hast du die überhaupt gedreht? Weil ich lieb Pizza. Nee. Du musst eine Antwort geben. Warum ist dein erstes Mal Margarita, du Vollidiot? Weil das meine Lieblingspizza ist. Aber Nebel in meinen Augen. Na. Aber. Ah! Wann warst du bei The Voice nochmal? 2015 war das Jahr. Und bei wem warst du im Team? Im Team Marc war ich. Im Team Marc? Weil Lena dich nicht wollte. Ja. Skinny bitch with issues, let them talk us, they don't know ya. Wie hat das Essen eigentlich heute geschmeckt? Gut. Gut. Ja. Was ist eigentlich heute mit deinem Handy passiert? Mein Handy ist ins Wasser gefallen und danach war es kaputt. Und was ist dann passiert? Dann habe ich ein neues gekriegt. Geschenkt? Also so wirklich geschenkt und zutreffend sein. Unzutreffend sagen? Unzutreffend sein. Beschreib mal dein Handy. Welche Farbe hat es? Das kaputte Handy. Welche Farbe hat es? Das Handy ist weiß. Und dein neues? Dein neues Handy ist lila. Das neue Handy ist nicht weiß also. Das neue Handy ist lila. Und nicht weiß. Ich sehe da. Kein Weiß! Kein Weiß! Welche Apps hast du schon installiert? Ich habe mir Instagram installiert und WhatsApp. Und deine ganzen neuen Freunde, die auch schon wieder auf dem neuen Handy angeschrieben? Meine neuen Freunde sind alle wieder da. Und auch keiner hat sich irgendwie gewundert oder so, dass ein Handy an einem Tag kaputt ist, wenn du so cool rein bist. Also ein Tag passt nicht. So, oh no, I said ja. Welche Farbe hat denn ein Top? Rot. Ist es überhaupt ein Top? Ich kenne mich nicht aus mit sowas. Das ist ein Top. Von welcher Marke ist das? New Yorker. Wo hast du das gekauft? New Yorker. Ist es nicht von H&M? Das ist von New Yorker. Okay. Was haben wir eben für ein Video gedreht? Versteckvideo. Und wo hat sich Moritz versteckt? Oben. Wen hast du als erstes gefunden? Lea. Echt? Sind wir das noch mehr von den Tops? Aber natürlich. Kannst du Lea morgen eins ausleihen? Klar. Denkst du, die wächst noch? Ich denke... Du denkst? Ich bin mir nicht so sicher. Aber du hast nicht! Nein! Nein! Okay, Leute, jetzt kommt der nächste Kandidat. Was ist dein Lieblingsessen? Okay. Wann hast du Geburtstag? Wirklich? Magst du das Video? Was sind deine Lieblings-Cornflakes? Cornflakes? Ja. Die Schoko Crisps. Mit Milch oder mit Joghurt? Natürlich mit Milch. Mit was machst du? Erstes Milch oder Dings? Milch oder. Natürlich zuerst die Cornflakes. Okay, also Cornflakes sozusagen in die Tasse dann als erstes. Ich tue meine Cornflakes immer in eine Schüssel rein. Aber was als erstes? Die
Cornflakes? Also die Cornflakes. Mhm. Okay, aber findest du es nicht irgendwie besser, wenn erst die Milch drin ist? Milch mag ich auch, aber die kommt immer zuletzt rein. Warum? Weil Milch nach den Cornflakes kommt. Was macht das da besser irgendwie oder macht das da schlechter? Erklär mal den Grund. Der Grund ist ganz einfach und zwar hat das der Cornflakes-Gott so bestimmt. Bist du nicht der Typ, der immer... Das ist richtig. Exakt. Ja, das schmeckt es anders, wenn man die Milch oder die Cornflakes zuerst nimmt, weil das einen Unterschied hat, was anders gemacht? Überhaupt nicht. Was isst du da gerade? Ein Brot. Bitte? Ein Brot mit Cabanocci. Was ist das? Wurst. Aus welchem Laden kommt der? Ich denke Spanien. Spanien. Und Laden? Aus welchem Laden der kommt? Edeka. Edeka. Du denkst, warst vorhin mit mir da. Denkst du, das ist ein guter Laden? Ich weiß, dass es ein guter Laden ist. Echt? Und was ist mit den anderen Läden? Sind die auch gut? Rewe ist auch gut. Rewe? Fußball. Und Spanien? Wann warst du jetzt mal in Spanien? November. Welches Jahr? 2019. Wirklich? Auf jeden Fall. Glaubst du das wirklich? Auf jeden Fall. Ich hab's in meiner Story. Echt? Kannst du ja sehen. Ich hab ja gesagt. Ist nicht mal gecheckt. Isabel, willst du eine Capri-Sonne? Eher weniger. Keine Capri-Sonne? Was ist denn die Lieblingssorte Capri-Sonne? Kirsche. Kirsche? Hä, wie kann man keine Capri-Sonne wollen? Ich hab heute schon genug getrunken. Und was alles? Ja, das ist. Digga, sie guckt halt drüben war. Jetzt machen wir eine englische Special-Runde für Lea, weil sie sagt halt in jedem Wort auf Englisch. Warum redest du eigentlich immer Englisch? Because I really like it. Yes? I absolutely like it. Was ist dein Lieblingsstaat in Amerika? England geht auch. I'm honest with you. Is London a state? City of England. It's a city, so I say London then. London? Warst du schon mal in London? I've never been there. Und in Amerika? Never been there either. Never, ist nicht never. Nee. So please, I'm really bad at the grammar, I think, but continue. Also du bist schlecht in englischen Grammatik? I think so. Und was hast du in Englisch in der Schule als Note? 2. Eine 2. Und warum keine 1, wenn du immer Englisch redest? I'm not sure about that. No. I talk less English than... Really? Liebst du es, Drohnen zu fliegen? In der Tat. Was macht dir so Spaß daran? Beschreibe bitte in 2 Sätzen. Das Steuern der Fernbedienung. Punkt. Mag ich sehr. Hä, das war doch gar kein Satz. Komma. Weiter, noch ein Satz? Außerdem gefällt es mir, die Drohne zu starten. Zu steuern? Auch. Warum hast du die Drohne fast in den See fallen lassen in diesem Video? Weil ich im Sportmodus war. Warum bist du so dumm? Ich wurde fallen gelassen als kleines Kind. Schmeißt du das, damit man den Drohnenbesitzer sagt? Grüße gehen raus an den Drohnenbesitzer und das werde ich rausschneiden. Ja, alles gut, ich bin ein guter Drohnenpilot und habe auch einen Drohnenpilotenschein. Gibt es so einen Pilotenschein? Ja. Nein! Kannst du mir die Runde bitte diese Brille aufsetzen? Ja, nein, das will ich nicht machen. Das geht doch nicht gut. Also. Jo, was geht? Denkst du, sie sieht gut aus mit der Brille? Ich glaube, das sagt alles aus. Also nicht. Würdest du gerne damit mal in den Urlaub fahren? Wir sind doch im Urlaub da. Wirklich? Ja. In welchem Land sind wir? In Italien. Italien? Wie viele Einwohner hat Italien? 2. Wann war die WM in Italien? 2. Ja, dann nicht. So. Okay, Lea, willst du in den Pool gehen? Anstatt das Video zu drehen? Das würde ich jetzt bevorzugen. Echt? Alles wäre besser, als dieses Video gerade zu drehen. No front! Danke! Schießt was an deine Shabab zu sagen? An mein was? An deine Shabab. Irgendwas an deine Shabab? Shabab! Was ist das? Weißt du, was es ist? Shababs. I'm greasing all the Shababs. Was sind Shababs? That's a little too hard for me to explain. Ich weiß es selber nicht, was es ist. Kannst du mir das vielleicht erklären? Ich frag jemand anderen. Okay. Was ist dein Musikgeschmack? So, mein Musikgeschmack, ich glaube es ist Pop or something, I don't know. That's disgusting, don't say Pop. Was ist dein Lieblingskünstler oder Künstlerin? I don't know, it's like Juice WRLD is nice. Say Leah Lyle-Landrut. I don't know, gesagt. I think it's Leah Lyle-Landrut. Leah Lyle-Landrut, I love you. With when this you amazing see this song. Isabel, hast du einen Freund? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Warum gerade nicht? Warum nicht? Also ich bin Johannes zusammen, der will so ändert es. Hast du da gerade jemanden, in dem du dich vielleicht verguckt hast? Scheiße. Antworte doch! Ja. Schnell! Hat nicht Ja gesagt? Ja? Das ist das erste Ja gesagt. Stell mir bitte nochmal die Frage. Also hast du einen Crush auf irgendwen gerade oder hast du dich in wen verguckt gerade? Eher nicht so. Eher nicht? Ja. Oh,
And if you live in Spix, it up with what is so long. Saving all my issues, you're been up the state, don't know how.